Ich grüße euch. Heute in der ersten Folge unserer Serie Das Spiel mit dem Woodpack zeige ich euch, wie ihr das Woodpack bedienen könnt. Ihr könnt es nämlich mit Stöcken spielen oder eben mit Händen pur. Die sind ganz unterschiedliche Weisen. Mit Stöcken habt ihr einzelne klare Töne. Ihr könnt auch Akkorde spielen, aber eben einzelne Töne. Oder mit Händen habt ihr mehr Akkorde. Erreicht ihr durch die Aufschläge mehrere Töne gleichzeitig. Das Woodpack ist so aufgebaut, dass jeder Ton miteinander nacheinander immer gut klingt, immer harmonisch. Ihr braucht eigentlich einfach nur loslegen. So, nehmt euch eure Stöcke und beginnt erstmal die Töne zu erforschen. In dem beigefügten Manual, was ihr mit dem Woodpack mitgesendet bekommen habt, sind auch die einzelnen Töne aufgeschrieben, ja. Ich persönlich arbeite so, ich gehe nach dem Hören, ja, ich spiele und höre. Yes, oder auch mit Händen, ja. Yes. Also, das ist der erste Schritt. Ihr entdeckt euer Woodpack mit Händen oder Stöcken. So, das war's heute erstmal für mich. In der ersten Folge die Spielweise. In der nächsten Folge zeige ich euch dann einige Spielmuster und in der dritten Folge dann, wie ihr mit Musik zusammenspielen könnt. Und nun wünsche ich euch erstmal viel Vergnügen.